Hey Kinders, was geben bei euch hier? Junge. Einige von euch wissen es bereits, dass ich in einigen COD-Clans, also auf YouTube, eben als Kommentator aktiv bin. Und da kommt immer mal wieder richtig geiler Scheiß bei rum. Und da die Clans natürlich auch gerne Promo für sich haben, dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal mein letztes Video auf dem Cave-Clan. Da habe ich über Gleichberechtigung gesprochen. Müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Wow. Hey, Kinders! Was geht denn bei euch ab, Junge? Willkommen zurück auf dem Cave-Kanal. Ich habe hier für euch einen 116er Gunstreak auf Hijacked von Cave Jesterly. Ultra fett, er spielt und sowas. Das Video hätte eigentlich vor bestimmt 2 Wochen kommen sollen, aber ich bin so ein Dödel. Ich frage auf Skype an, hey, yo, wie sieht's denn aus? Kann ich wieder was machen? Und dann bin ich halt 80 Tage nicht in Skype online. Also 2 Wochen eben. Ja, ich habe gerade eben kurz noch Zeug rumgetragen und da ist mir einfach direkt ein Thema eingefallen. Und zwar dachte ich an Gleichberechtigung Männer und Frauen. Pass mal, Obacht, Menschen an sich. Die Gleichheit der Menschheit. Wir sind ja alles Menschen, egal wo wir herkommen, egal an was wir glauben, egal wie wir aussehen, alles Menschen, alle gleich. Wir sollten auch alle gleich behandelt werden, also menschenrechtlich gesehen ist das alles das Gleiche. Und dann gibt es da so kleine Unterteilungen, wie zum Beispiel so die gröbste Unterteilung in Männlein und Weiblein, ja, Männer und Frauen gibt's. Das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Und um die Gleichberechtigung dieser, also Männer sowie auch Frauen, eben dass Männer und Frauen gleich sind, gibt es ja sehr viele Diskussionen, Debatten und hin und her und wa. Und man muss dazu natürlich ganz klar sagen, direkt jetzt am Anfang hier, Männer und Frauen müssen gleich behandelt werden, weil wir ja alles Menschen sind. Und hier kommt auch kein Aber, obwohl ich ja ein Aber sagen will. Aber Männer und Frauen sind ja nicht gleich. Deswegen heißt es ja auch Mann und Frau. Stell mal einen Mann, der der Norm entspricht, und einer Frau, der Norm entspricht, ja, zusammen. Vergleiche mal, was ist da gleich und was ist da unterschiedlich, allein vom Körper her. Da wird man feststellen, die sind natürlich nicht gleich. Deswegen sagt man ja auch Mann und Frau, deswegen unterscheidet man ja auch zwischen Mann und Frau. Und diese Unterschiede sind nicht nur äußerlich festzustellen, sondern die sind ja auch innerlich. Männer und Frauen denken zum Beispiel unterschiedlich, ja. Frauen denken emotionaler, Männer denken unemotionaler. Wie man Gefühle verarbeitet, läuft oft anders. Wie man an gewisse Arbeiten rangeht, ist auch unterschiedlich. Natürlich aufgrund des Denkens und eben auch aufgrund des Körperbaus. Wenn man eben, wie gesagt, einen Mann, der Norm entspricht, nimmt und eine Frau, die der Norm entspricht, nimmt, also sprich, alle Frauen der Welt hinstellt, von der kleinsten, schwächsten bis zur größten, stärksten, und bei den Männern das gleiche macht und die Mitte rauspickt, ja, von dem, was es am meisten gibt, das ist die Norm, dann wird man feststellen, dass es zwischen dem Normalen und der Normfrau auch Unterschiede gibt. Nur weil sie beide der Norm entsprechen, also in ihrem Geschlecht die Norm sind, heißt das natürlich nicht, dass die beide komplett gleich sind. Zum Beispiel kann man sagen, dass im Normalfall der Mann etwas größer als die Frau ist, beziehungsweise zumindest körperlich bulliger. Also, ich will es nicht zwingend stärker sagen, aber mehr Masse hat, aufgrund von mehr Muskeln, das wiederum aus evolutionären Gründen eben einfach so ist, dass wir anders gebaut sind als Frauen und Frauen anders gebaut sind als Männer. Das ist natürlich kein Grund zu sagen, Frauen haben dies verdient und Männer haben das verdient und die sind unterschiedlich und hin und her, denn für gleiche Arbeit müssen Männer wie auch Frauen das gleiche Geld zum Beispiel erhalten, wenn man es jetzt auf diese Jobgeschichte bezieht, oder die gleiche Anerkennung und so weiter und so fort, weil es das gleiche erledigt wurde. Natürlich kann man da jetzt wiederum sagen, ja, aber eine Frau erledigt doch zum Beispiel Dinge, die viel Muskelkraft erfordern, anders als ein Mann. Also vielleicht entweder gar nicht, weil sie es nicht schafft, oder wenn man 2 Frauen dafür braucht. Ich reite gerade so auf dieser Muskelkraft rum, aber das ist so einfach, sich zu denken. Es gibt viele Frauen und auch viele Männer heutzutage, die eben diese Gleichheit fordern, diese extreme Gleichheit. Und das wird entweder, das ist das Schlechte, entweder schwarz-weiß gesehen oder es wird zu individuell gesehen. Und das ist beides schlecht. Schwarz-weiß gesehen wäre jetzt zum Beispiel, ein Gegner würde jetzt sagen, es macht doch gar keinen Sinn, dass wir alle gleich behandelt werden, wir sind doch unterschiedlich. Warum sollte zum Beispiel die Gebärmutter oder Halskrebsvorsorge, die bei Frauen da getroffen wird, eben durch eine Impfung, auch bei einem Mann stattfinden, weil er hat ja gar keine Gebärmutter. Logisch, dass man das nicht macht, Mann. Es ist ja, das ist, ne? Aber das ist die schwarz-weiße Sicht, dass alle exakt gleich sind. Da gibt es die individuelle Sicht, dass halt zum Beispiel der ein oder andere sagt, hey yo, ich will, dass Frauen in diesen Beruf leichter reinkommen. Zum Beispiel irgendwas in der Politik. Da wird dann drauf gepocht, da müssen Frauen viel einfacher oder genauso leicht reinkommen wie Männer, beziehungsweise da sollten Frauenquoten und hin und her herkommen. Wobei Frauenquoten wieder ein ganz behindertes Thema sind, aber egal. Und dann wird aber zum Beispiel nicht gesagt, aber im Kanalbau sollen auch Frauenquoten eingeführt werden. Oder im Bergwerksausbau. Da werden sich dann Sparten rausgesucht. Und das ist auch falsch. Man darf es nicht zu schwarz-weiß sehen, nicht zu individuell. Man muss das Gesamtbild sehen und für jeden einzelnen Fall, auch wenn es extrem schwer ist, das abwägen. Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal eine Sache wie Sport. Wir fanden das früher als Kinder und auch Jugendliche später immer extrem unfair, dass die Mädchen für weniger Leistung die gleiche Note bekommen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist oder ob das vielleicht schon angeglichen wurde, was ja eigentlich auch keinen Sinn macht. Gerade eben wegen diesem körperlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Aber um euch einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, in Sport war es bei uns zum Beispiel so, dass wir bei irgendeiner Übung X Qualität bzw. Quantität Runden laufen oder was weiß ich, erbringen mussten, um eine 1 zu bekommen. Und die Mädchen mussten zum Beispiel X-5 Qualität bzw. Quantität erreichen, um eine 1 zu bekommen. Beim Fußball war
es so, dass Jungstore einen Punkt gezählt haben und Mädchentore haben 2 Punkte gezählt. Man wird ja in diesen Unterschied hereingeboren über die Zeit. Das lernt man ja auch schon von seinen Eltern. Der Vater ist der Vater und die Mutter ist die Mutter. So behindert, wie das jetzt klingt, aber in der Standardfamilie, wo Vater und Mutter zu gleichen Teilen da sind und hin und her, da übernimmt aus rein evolutionären Gründen, die natürlich Sinn machen, die Mutter diverse Geschichten und der Vater diverse Geschichten. Zum Beispiel wird der Vater wohl kaum das Kind säugen, weil er gar keine Milch geben kann. Und das Kind lernt dann nicht nur dadurch, sondern durch 1 Milliarde winziger kleiner Dinge, wie der Vater reagiert auf diverse Dinge, wie die Mutter reagiert auf diverse Dinge. Da lernt das Kind diesen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Und den gibt es eben einfach. Wir sind unterschiedlich und nicht gleich, auf gar keinen Fall. Und dennoch sollten wir gleich behandelt werden. Bezahlung, Gerechtigkeit, Behandlung in was weiß ich, jeglicher Art. Es gibt, und ich hoffe, ich konnte euch das jetzt auch versinnbildlichen, natürlich Dinge, in denen Gleichberechtigung keinen Sinn macht. Hodenkrebsvorsorge. Schickt da mal alle Männer hin und zur Gleichberechtigung auch alle Frauen. Gleichberechtigung muss überall da Fuß fassen, wo sie sinnvoll ist. Und das ist ein extrem breites Spektrum, wo es sehr sinnvoll ist, auch heute noch in die Gleichberechtigung reinzugehen. Und nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern zwischen allem. Es gibt viele Orte auf der Welt, in denen die Kinder nicht gleichberechtigt werden wie die Erwachsenen. Es gibt viele Orte auf der Welt, in denen die Menschen, die nicht aus diesem Land kommen und dort leben, nicht richtig behandelt werden, nicht gleich behandelt werden wie alle anderen auch. Dieses Wort Ausländer und sowas macht ja nur rein kartografisch oder geografischen Sinn. Kartografisch, geografisch, bin ich behindert? Anderweitig ist es ja wurscht. Die Welt ist ja eins. Da sind alle drauf. Das sind wir alle auf der Welt. Und dann kann man das auch noch nach außen vergrößern und sagen, in unserem Sonnensystem, wenn jetzt doch einer auf dem Mars hockt, dann ist der Mensch auf dem Mars ja auch kein nicht Mensch, sondern er ist ein Mensch auf dem Mars. Und in Peru hockt ein Mensch. In Peru. Verstehst du das? Alles das Gleiche. Und es gibt auch kein Gut und Böse. Man kann nicht festlegen, dass der eine, der daher kommt, gut und böse ist. Man kann nicht sagen, dass Männer böse sind als Frauen. Es gibt da zwar auch wieder Statistiken natürlich, dass Männer gewaltbereiter sind, aggressiver sind und hin und her. Aber was alles noch in die Norm reinfließt, das ist alles noch in Ordnung. Ausreißer sind das Schlimme. Und Ausreißer gibt's überall, immer, in jedem Geschlecht, in allen Geschlechtern, die es gibt, in jedem Land, überall gibt's Ausreißer. Und man kann nie sagen, wow, die Frau hat jetzt einfach gerade eben ihren Mann abgestochen. Alle Frauen sind Abstecher. Das macht keinen Sinn. Thema, heiße Kartoffel, kann ich nur sagen. So viele Sachen, man versucht was zu sagen und denkt sich sofort, oh mein Gott, es gibt 1 Trilliarde Querulanten, Vollidioten und Undenker, die direkt entgegnen können mit irgendeinem Scheißdreck. Und das versucht man sofort wieder zu entkräften. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen schaffen, dass keiner angepisst ist. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Wir sind alle gleichberechtigt. Oder so. Und sorry für die Verspätung. Ciao.